Ich zeige dir einen schönen Alltagslook in Lila mit wärmeren Tönen und mit kühleren Tönen. Los geht's! Auf der rechten Seite trage ich die warmen Farbtöne auf und dazu nehme ich den Lila-Ton Malve in Kombination mit Stardust und als Lippenstift Cinnamon Rose. Als erstes nehme ich den Kajal Eyeliner Malve 116. Das ist ein schöner, warmer Lila-Ton und den trage ich jetzt hier unten als Kajal auf. Schön am Wimpernkranz entlang mit kleinen Strichen. Der Stift ist total weich und gibt super leicht Farbe ab. Und dann auch oben als Lidstrich hier auch mit kleinen Strichen den Lidstrich auftragen. Und ich trage den Lidstrich immer nur so bis zwei Drittel auf, denn vorne trage ich ja noch eine helle Farbe auf. Und als helle Farbe wähle ich jetzt den Kajal Eyeliner Stardust 124. Zeig's dir auch hier auf der Hand. Stardust ist ein schöner, warmer Schimmerton und der passt perfekt zu Malve. Den trage ich vor allem hier im Innenwinkel auf und ich starte immer ganz gerne für meinen Farbverlauf mit der hellen Farbe hier im Innenwinkel für das vordere Drittel. Und um jetzt einen schönen Farbverlauf zu bekommen, ziehe ich den dunkleren Farbton, also hier Malve, ein bisschen von hinten nach vorne raus. So verbinden sich die beiden Farben schön und man bekommt einen tollen Farbverlauf. Ich habe jetzt noch mal etwas mehr Malve aufgetragen, denn ich mag es, wenn man den dunklen Lidstrich etwas deutlicher sieht. Direkt im Anschluss noch Mascara auftragen. Hierzu nehme ich jetzt die Mascara 91, denn die hat so ein wunderbares Gummibürstchen. Und die trennt nicht nur deine Wimpern perfekt, sondern sie gibt ihnen auch viel Volumen und Schwung. Das ist einfach meine Lieblingsmascara. Jetzt fehlt noch der passende Lippenstift Cinnamon Rose 411. Das ist auch ein schöner, warmer Rosé-Braunton. Den kannst du einfach so ohne Lip Liner auftragen. Und ich trage ihn jetzt natürlich auch nur zur Hälfte auf, denn auf der anderen Seite zeige ich dir jetzt den kühlen Look. Und dazu verwende ich jetzt den Kajal Eyeliner Lila 110, Champagner 114 und den Lippenstift 406 Fuchsie. So sieht die Farbe aus und jetzt auf dem Auge. Gleiches Prinzip, ich trage erst den lilanen Kajal hier unten auf. Auch nicht bis ganz nach vorne, sondern bis etwa zur Hälfte und dann leicht auslaufen lassen. Und als Lidstrich mit kleinen Strichen. Muss auch gar nicht so perfekt sein. Auch nur bis zwei Drittel auftragen, denn jetzt ergänze ich das Ganze mit dem Kajal Eyeliner Champagner. Den zeige ich dir hier auch mal auf dem Handrücken. Und den trage ich jetzt wieder hier vom Innenwinkel an auf. Und für einen schönen Farbübergang ziehe ich dann so die Farbe von hinten nach vorne. Mascara nicht vergessen. Und um den Look abzurunden, kommt jetzt noch der Lippenstift Fuchsie 406. Und jetzt bist du dran. Welcher Look gefällt dir besser? Eher der wärmere oder der kühlere Look? Und welchen würdest du zu Hause nachschminken? Schreib es doch jetzt in die Kommentare. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich persönlich kann mich gar nicht entscheiden, welcher Look besser ist. Denn der wärmere Look hier passt natürlich besser zu meinen braunen Haaren und auch zu meiner Hautfarbe, ist aber viel dezenter als der mit den kühleren Farben. Also hier das lila Champagner lässt einfach meine Augen viel mehr strahlen. Deswegen, ich kann mich nicht entscheiden, welchen ich besser finde. Und hier verlinke ich dir noch ein Video mit einem weiteren Schminktipp für den Alltag. Bis bald, deine Lisa.